Willkommen bei einem weiteren Video von mir. Willkommen bei Fotoblende. Heutiges Thema soll sein, welche Objektive ich zusammen mit der Systemkamera Sony Alpha 6000 verwende. Ihr seht, ich habe hier schon mal eine Reihe an Objektiven aufgebaut und würde die euch jetzt im Einzelnen kurz vorstellen. Wir fangen aber an mit der Sony Alpha 6000 und dem Kit-Objektiv, sprich wie ich die Alpha 6000 gekauft habe. Man hat ja da verschiedene Varianten zur Auswahl. Zum einen die Alpha 6000 zusammen mit dem Weitwinkel-Zoom-Objektiv SEL 1650, wie ich sie gekauft habe. Zum anderen ist es noch möglich, die Alpha 6000 im Kit zusammen mit dem Telezoom 55-210 zu kaufen. Oder noch die Variante, eben ein Kit mit beiden Objektiven zu kaufen. Ich habe mich also für die Variante mit dem 1650 entschieden, weil ich mir zum Zeitpunkt des Kaufes noch nicht ganz sicher war, welche Objektive ich noch gerne dazu hätte. Mittlerweile hat sich die Objektivfamilie entsprechend vermehrt. Ich verwende die Sony Alpha 6000 jetzt seit letztes Jahr im Juni. Okay, fangen wir gleich mit dem Kit-Objektiv 1650 an. Ich nehme das mal ab. Das Objektiv hat, wie gesagt, einen Brennweitenbereich von 16 mm bis 50 mm. Das Objektiv hat einen internen Bildstabilisator. Bei Sony nennt sich der OSS oder Optical Steady Shot. Ist ein Zoom-Objektiv. Hier seitlich ist die Zoom-Wippe angebracht, mit der man rein- und rauszoomen kann. Das Objektiv an sich hat eine Anfangsblende von 3,5 im Anfangsbrennweitenbereich von 16 mm und geht dann hoch bis 5,6 bei 50 mm Brennweite. Man kommt damit zurecht mit dem Objektiv. Ja. Also ich sage immer, als Kit-Objektiv ist es ganz okay. Man kann relativ schöne Fotos damit natürlich auch machen, aber man darf natürlich nicht allzu hohe Ansprüche an dieses Zoom-Objektiv stellen. Ne? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Objektiv nicht mit einer Sonnen- bzw. Gegenlichtblende ausgeliefert wird. Ich habe mir da extra eine zulegen müssen von einem Drittanbieter. Das ist diese hier. Schaut so aus. Finde ich dann auch nochmal schade, wenn man sich dann so von einem Drittanbieter so ein Teil kaufen muss, dass die nicht zum Stecken oder Arretieren ist, wie so ein Bajonett, sondern die ist zum Schrauben. Habe also hier eine Gegenlichtblende, die man aufschrauben muss. Ich zeige das mal kurz, ist ein bisschen gefummelt. Und ist ein bisschen unpraktisch für mich. Bei mir ist er jetzt immer drauf, natürlich, ist klar. Aber der Nachteil bei dem Ganzen ist, es ist dann auch wieder kein passender Objektivdeckel dabei. Ja? Der standardmäßig mit ausgelieferte Objektivdeckel zum Objektiv, das ist der hier. Aber der passt dann leider nicht mehr auf das Objektiv drauf. Also alles ein bisschen schade. Man kommt damit zurecht. Ja. Okay, das war das Standard-Weitwinkel-Zoom-Objektiv 1650 aus dem Hause Sony. Wir machen weiter mit einem etwas größeren Objektiv, und zwar diesem hier. Dabei handelt es sich um eine 100 mm Festbrennweite, speziell gebaut für den Makrobereich, ein 1:1 Makroobjektiv also, aus dem Hause Samyang. Circa 800 Gramm schwer. Wenn man das mal gegenüberstellt hier zur Sony Alpha 6000, also das Objektiv ist schwerer als die Kamera. Dementsprechend mit Vorsicht zu genießen ist es natürlich, wenn man dieses Objektiv hier an die Kamera angebracht hat. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Das Objektiv hat eine Anfangsblende von 2,8 und geht hoch bis zur Blende 32. Man kann mit diesem Objektiv nicht nur im Makrobereich arbeiten, sondern aufgrund der relativ großen Anfangsblende von 2,8 auch und der Brennweite von 100 mm auch schöne Porträtfotos realisieren. Die manuelle Fokussierung geht butterweich hier an diesem Objektiv mit dem erforderlichen Widerstand
so dass man also nicht Gefahr läuft, einen eingestellten Fokus gleich wieder zu verlieren, nur wenn man mal das Objektiv ein bisschen anders anfasst oder so. Genauso ist es mit dem Wahlring für die Blende. Auch der hier rastet wunderbar ein, läuft butterweich, also ist er gewohnt gute Qualität aus dem Hause Samyang. Ja, an der Alpha 6000, ich zeige es euch ganz kurz, schaut es dann so aus. Ist ein ganz schöner Prügel, möchte ich mal behaupten. Wenn man die Sonnenblende, die Gegenlichtblende jetzt auch noch anbringt, also ist schon eine Kanone. Ne? Also wie gesagt, jetzt hier, wenn man das Objektiv also hält oder am Stativ festgemacht hat, sollte man sowieso eine Stativschelle verwenden. So was wird es hier, ne? Stativschelle, sodass praktisch das Gewicht dieses Objektives nicht am Kamerabody anlegt, sondern tatsächlich auch am Objektiv anlegt. Beim Fotografieren selber aus der Hand die Empfehlung, die Kamera so zu halten. Also Hauptgewicht liegt hier auf der in meinem Fall jetzt auf der linken Hand und ich halte die ganze Einheit am Objektiv fest, also nicht am Kamerabody. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, das war das Makroobjektiv. Als nächstes Objektiv würde ich euch gerne wieder eins aus dieser Fraktion hier vorstellen. Das ist eine 30 mm Festbrennweite des Herstellers Sigma aus der Art-Serie. Objektiv eignet sich auch für die Porträtfotografie. Man muss immer daran denken, dass die auf den Objektiven angegebenen Brennweiten würde sich handeln um die Kleinbild-äquivalenten Brennweiten. Das heißt, man müsste diese Brennweiten, die auf dem Objektiv angegeben sind, noch mit dem Crop-Faktor, in dem Fall der Sony Alpha 6000, multiplizieren. Hier liegen wir beim Crop-Faktor von 1,5. Also es wäre jetzt diese Festbrennweite von 30 mm mal 1,5 zu nehmen, dann bin ich also bei 45 mm im Vergleich zu Vollformat. Ja? Also der Bildwinkel, der ändert sich bei einer Crop-Kamera. Kommen wir zum Objektiv selbst. Eine schöne Darstellungsqualität, die dieses Objektiv abliefert. Man kann schön freistellen mit diesem Objektiv aufgrund der Lichtstärke und so weiter. Also wie gesagt, Porträtaufnahmen lassen sich damit ohne weiteres realisieren. Wir flanschen das mal kurz an die Alpha 6000. Schaut so aus, bildet zusammen mit der Alpha 6000 eine wunderbare Einheit. Sehr gut zu handeln, wunderbar, liegt wunderbar in der Hand, aufgrund der geringen Abmessungen dieses Objektives, also wirklich wunderbar. Das nächste Objektiv, das ich euch zeigen möchte, ist ein weiteres Weitwinkelobjektiv. Wir hatten uns ja zuerst das Weitwinkel-Zoom angeschaut von Sony. Beim nächsten handelt es sich wieder um eine Festbrennweite, und zwar ist es dieses Objektiv hier aus dem Hause Valimax, in dem Fall Valimax Pro. Hinter der Bezeichnung Valimax, unter der es in Europa vertrieben wird, verbirgt sich kein anderer als Samyang. Also Samyang ist der eigentliche Hersteller dieses Objektivs. Und dementsprechend waren auch meine Erwartungen hinsichtlich der Qualität. Und ich bin auch nicht enttäuscht worden, muss ich wirklich sagen. Wir schauen es uns mal näher an. Die Brennweite also, wie gesagt, 12 mm mal 1,5 sind wir dann wieder bei 18 mm vergleichbarer Brennweite zu Vollformat. Ein Vorteil dieser Weitwinkel-Festbrennweite ist, dass wenn ich hier bei passenden Lichtverhältnissen mit Blende 8 fotografiere und hier den Fokus auf unendlich stelle, dass letztendlich ab 2 Meter, sage ich jetzt mal, alles scharf ist. Also ich muss mich da nicht allzu sehr um Schärfentiefe kümmern. Zusammen mit der Sony Alpha 6000 die Schärfentiefe auch ganz leicht zu ermitteln und einzustellen, indem ich die zwei Funktionen, die Alpha 6000 hier anbietet, nämlich zum einen das Focus Peaking und zum anderen die Fokuslupe, entsprechend einsetze. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr einfach, hier die Schärfe richtig zu legen, obwohl es sich hier um ein komplett manuelles Objektiv handelt. Ja, also die Fokussierung ist manuell vorzunehmen und natürlich auch die Blendenvorwahl, die Blendeneinstellung ist manuell hier vorzunehmen am Objektiv. Jetzt werden wir das Objektiv mal an die Sony anbringen. Ja, wunderbar. Machen wir die Sonnenblende noch drauf, dass man das, die Gegenlichtblende, dass man das nochmal sieht. Also wirklich super Kombination zusammen mit der Sony Alpha 6000, dieses Valimax Pro 12 mm.
Als nächstes schauen wir uns an ein Objektiv für den Telebereich. Handelt sich um ein Standard-Telezoom-Objektiv aus dem Hause Sony. Ist dieses hier. Habe ich mir auch nachträglich dann dazu gekauft. Ist klar, man will nicht nur im Weitwinkelbereich fotografieren oder nicht nur Porträts aufnehmen, sondern man möchte auch vielleicht mal Tiere fotografieren und manche Motive vielleicht ein bisschen näher herholen. Sprich, man ist manchmal in der Verlegenheit, aus einer gewissen Entfernung fotografieren zu müssen. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man über ein Telezoom oder ein Teleobjektiv verfügt. Das Teleobjektiv oder der Telezoom hier aus dem Hause Sony deckt einen Brennweitenbereich von 55 mm bis 210 mm ab. Auch da gilt wieder die Regel mal 1,5. Also bewege ich mich da im Endbrennweitenbereich so bei 315 mm im Vergleich zu Vollformat vom Blickwinkel her. Und damit lässt sich einiges anfangen. Wenn da nicht ein kleiner Haken wäre, nämlich der Haken der relativen Lichtschwäche dieses Objektivs. Das Objektiv hat im Anfangsbrennweitenbereich von 55 mm eine Blende von 4,5 als größtmögliche Offenblende. Die Endblende liegt bei 6,3 im Brennweitenbereich von 210 mm bzw. 315 mm. Diese Thematik ist auch Teil eines weiteren Videos, das hier demnächst auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein wird. Grundsätzlich für den Preis, den es gekostet hat, nämlich so roundabout 260, 270 Euro, wenn ich mich richtig entsinne, kann man nicht meckern. Es ist ein solides Telezoom-Objektiv, das einen passablen Brennweitenbereich abdeckt. Ein Brennweitenbereich, der eigentlich für viele Zwecke sinnvoll ist, 55 bis 210 mm. Und ist eine gewohnt gute Verarbeitungsqualität natürlich von Sony, steht völlig außer Frage. Passt sehr gut an die Sony Alpha 6000, auch hinsichtlich des Gewichts, der Größe dieses Objektives. Ist es wirklich zusammen mit der Sony wunderbar einsetzbar, liegt gut in der Hand, das Gewicht des Objektives ist nicht allzu hoch, macht an der Sony Alpha 6000 einfach einen guten Eindruck und lässt sich wunderbar handeln. Die Gegenlichtblende machen wir mal hin, dass man den Gesamteindruck hat von der Länge der Kamera oder des Objektivs letztendlich dann, und im ausgefallenen Zustand würde es dann nochmal so dann ausschauen. Das war das Telezoom, auch mit integriertem Bildstabilisator OSS, Optical Steady Shot, ausgerüstet. Macht Sinn beim Telezoom-Objektiv, ne? Da die Sony Alpha 6000 ja nicht über einen eigenen internen Bildstabilisator verfügt. So, jetzt sind wir schon fast durch, aber ich habe hier noch am Tisch liegen drei alte Schätze, die ich euch gern zeigen möchte. Handelt sich dabei um drei analoge Objektive, die mittlerweile, würde ich sagen, so 30 bis 40 Jahre alt sind. Vom Glas her aber noch einwandfrei, in einwandfreiem Zustand, also kein Glaspilz oder ähnliches drauf. Und diese Objektive setze ich auch ein an der Alpha 6000. Diese Objektive, ich zeige mal das hier, weil der Adapter hier schon angebracht ist, Stichwort ist schon gefallen. Diese Objektive lassen sich an der Sony Alpha 6000 adaptieren mit einem passenden Adapter. Ja. Warum brauche ich diesen Adapter? Ganz einfach, weil diese Objektive den PK-Mount haben. Ja, das war vor 30, 40 Jahren, war das der Standard hinsichtlich der Objektivanschlüsse. Das war dieser Standard, den Pentax seinerzeit erfunden und eingeführt hat, beziehungsweise der sich halt etabliert hat in dieser Zeit. Objektive mit diesem Anschluss, mit dem Pentax oder PK-Mount, lassen sich natürlich hier an der Sony Alpha 6000 mit dem E-Mount-Anschluss nicht anschließen. Ganz klar. Also man sollte das auch gar nicht den Versuch starten. Es geht letztendlich gar nicht. Und man würde eventuell auch den Bajonett-Anschluss hier an der Kamera oder am Objektiv auch beschädigen. Also da bitte Vorsicht. Allerdings gibt es im Internet jede Menge passender Adapter zu x verschiedenen Anschlusskombinationen. Ich habe einen gebraucht, einen Adapter, der praktisch mir ermöglicht, Objektive mit dem PK-Mount an eine Kamera mit dem E-Mount zu adaptieren. Diese Objektive werden mit dem Adapter verbunden, macht natürlich das Ganze ein bisschen schwerer und ein bisschen länger, aber tut der Funktionalität überhaupt keinen Abbruch. Und nun kann man den Adapter hier
am E-Mount, wo ist der rote Punkt? Hier ist er, am E-Mount also anschließen. Und schon hat man eine Kamera aus dem Jahr 2014, sage ich jetzt mal, mit einem Objektiv verbunden, das bereits ca. 40 Jahre alt ist. Und kann durchaus sehr schöne Fotos damit machen. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Objektiv angebracht, eine Festbrennweite, eine 50 mm Festbrennweite. Multicoated, also mehrfach vergütet, die Linsen, auch damals schon, vor 30, 40 Jahren, war das also durchaus zu haben. Hat eine Anfangsblende, jetzt muss ich schauen, von 1.4 und die Blende geht hoch bis Blende 22. Ja. Mit diesem Objektiv lassen sich sehr, sehr schöne Porträts fotografieren. Mit einem wunderbaren Bokeh. Ja. Also alte Objektive sind gar nicht so zu unterschätzen. Und Autofokus muss nicht immer sein. Auch hier kommen wieder die Funktionen der Alpha 6000 zum Einsatz. Zum einen Focus Peaking und die Fokuslupe, die man hier zum Fokussieren einsetzen kann und zum passenden Ergebnis kommt. Das nächste Objektiv, das ungefähr gleich alt ist, ist auch wieder eine Festbrennweite. Hier handelt es sich um ein 28 mm Festbrennweitenobjektiv, hat eine Anfangsblende von 2.8 und geht hoch bis Blende 16. Und hier sieht man nochmal an der Nase hier, charakteristisch für den PK-Mount, der natürlich nicht an den E-Mount passt, sondern nur über einen Adapter anzubringen ist. Das dritte und letzte Objektiv aus meiner Manuell-Objektivsammlung ist dieses hier. Handelt sich um ein Telezoom-Objektiv, das den Brennweitenbereich von 80 mm bis 200 mm abdeckt. Die Anfangsblende liegt bei 3.8 und die Schlussblende liegt bei 16. Ja, das war's hinsichtlich der Objektive, die ich zusammen mit der Sony Alpha 6000 einsetze. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal das ein oder andere Video auf meinem Kanal anschauen würdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das machen wir nochmal. Das war Käse. Das war Käse. Indem ich hier die zwei Funktionen nutze, die die Sony Alpha 6000 anbietet.